Tsunami-Warnung. Wo wir auf dem Dach saßen. Helmut und Ilona sind wieder da. Ja, freut mich, dass ihr gleich vorbeigekommen seid. Trotzdem, dass du zu hast. Ja, wir sind gerade auf dem Rückweg gewesen. Ich war heute früh schon hier. Ja? Ja, wir waren hier. Und da habe ich es gelesen. Sie hat ausgeräumt, wir sind ja schon um 7:30 gewesen. Na ja, dann seid ihr eh noch müde wahrscheinlich, oder? Wir haben gar nicht geschlafen. Aber jetzt sind wir ein bisschen aufgekratzt. Jetzt kriegt er ein bisschen was zu essen von uns. Wir essen ein wenig was zusammen. Habt ihr schon gegessen? Wir haben ja von Markt was geholt. Na ja, Kleinigkeit könnt ihr doch mal essen. Und ich laufe nach Hause. Und wer hupt? Ha? Pico. Ja, der Pico. Das war Zufall. Ja? Ja. Der wusste, dass er mir kommt. Ja. Na ja. Ja, der setzt ja auch rein. Wir schreiben uns hin und her. Wir gucken hier so. Ja. Aber wir hatten schon... Und da haben wir gesagt, wir gehen jetzt los. Und da war da noch nicht, war noch kein, habe ich keinen gesehen. Und ich habe ich gesagt, da gehen wir mal zu diesem, weil ich da ihn rochen kann. Und Fassbier trinke ich mal. Da sind wir hier bei den... Früher Thomas. Kamin oder wie. Ja. Und dann soll ich den schönen Gruß von der Sandra bestellen. Ja, hat danke. Sie gesagt. Ja, haben wir ein Bier getrunken. Und da habe ich gesagt, kann ich mich hier mal einlochen? Ich will mal einen Thomas anrufen. Hm. Und da hat so, weißt du, weil wir zu dir wollten. Hm. Ne? Ja, nur mal gucken. Wir haben gesagt, guck mal, wir wollten ein Bier trinken. Hm. Ah, da dachten wir, wo wir uns ein bisschen unterhalten können, weißt du nicht, nicht wo. Ja, mit den Thais kann sie ja nicht gehen, ja schlecht wegen Englisch. Haben wir ja Probleme. Auf alle Fälle sagt sie, Porsche haben wir noch gesehen mal. Und jetzt war er schon wieder weg. Wer? Der Thomas, der da in den Kamin bei der Sandra. Ja, der arbeitet ja woanders jetzt. Ja. 2011, wir haben nämlich gerade mit der Tanita eingeweilt, ich habe es müssen schon so 10, 11, 12, 13 Jahre her sein. Ende die drei Jahre, wo wir nicht da waren, ist es ja noch länger, aber da waren wir nicht da. Nein, ja. Ja, aber deswegen kennen wir uns ja trotzdem. Wir sind jetzt das 11. Mal da. Und haben drei Jahre ausgesetzt. 14, also kennen wir uns 14 Jahre. Da war die Selina 10. Genau. 9. Natürlich. Ja. Da war die doch noch in unserem Hotel, weißt du schon. Naja, da haben wir dann noch Fitness gehabt und so. Genau, und da hat sie dort gebadet. Das war ja damals schon ab 15, haben wir dort gekriegt. Da hatte ich die Selina ja immer mit drin. Da haben wir die am Strand die ganzen Guys ihr Essen verkauft. Und da ist dann Nina doch raus. Das waren alles Stunden. Ja. Alles Danken von ihr. Da hat sie fast die Hälfte bezahlt. Sadika! Sadika! Nice to see you again! Ja. Yes! Ja. 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 Das will ich noch. Ja? Ja, ja, yes. Ich habe nämlich die Bilder nach Punkt jetzt 11. Und dann war 12. Das war doch dann die Tsunami-Warnung. Wo wir auf dem Dach saßen, 3 Stunden bei uns im Hotel. Wo nachher nicht kam, wisst ihr das noch? Du bist abgehauen. Ah ja, da bin ich weg. Ich war gerade zum Kran, da haben sie kein Feuerwerk gemacht und nicht. Und wir mussten da auf das Dach, bis die Entwarnung kam. Und da habe ich die Bilder rausgesucht. Und da habe ich gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass wir schon so lange. Also hier sind wir im Hotelzimmer. 10 Jahre. Weil wir haben uns ja kennengelernt in den anderen. Ja, da habe ich euch ja am Strand angequatscht. Ja. Gleich den ersten Tag. Da war deine Tochter im Kindergarten oder was? Nee, da hat sie doch im Club. Ja, und wir sind noch da einmal zum Fitness gegangen. Genau, und baden war sie dort. Ja. Und dann hast du uns. Da habe ich noch ein besseres Leben gehabt, das mache ich heute gar nicht mehr. Schau mal her, ne? Du, also irgendwo. Da hast du uns noch geholt. Da sind wir ja oft gewesen, auch um die Jahreszeit im Prinzip bin ich ja da immerhin, ne? Die Zeit habe ich gar nicht mehr. Irgendwas mache ich falsch, du. Da hast du uns noch geholt, weil das war eine ganz schöne Strecke. Nee, wir hatten nicht nur deswegen. Wir hatten das erste Jahr eigentlich wirklich für Thailand. Wir waren ja da Ende Februar und eine Woche März. Richtig schlechtes Wetter. Die zweite Woche hat es jeden Tag gegossen. Im März? Ja. Ja, das gibt's auch. Also das war unser erster Thailand hier, da waren wir erst in Prag und dann sind wir in diesem Hotel, da haben wir uns, auch in Bangkok, da haben wir uns erzählt, das macht das, weil ich nicht geschlafen habe. Ja, das ist klar, bist ja total übermüdet. Sieht man auch, bist müde. Nee, aber und da haben wir uns gleich kennengelernt, gleich den ersten Tag. Und da, weil das so gegossen hat, hast du uns abends abgeholt. Du warst am Friedhof,
wir da früher weggefahren, ja, mit deiner Tochter, mit deinem Motorrad und Beiwagen, und hast Flyer verteilt. Ja. Und dann habe ich, ja, da sind wir ins Gespräch gekommen, ja. Deutsch, Essen. Und das war ja, das hat mir ja gefehlt. Da hat mein Bruder noch gesagt, war ja mein Bruder mit. Der ist ja nicht wieder mitgekommen, ja, weil der das, der verträgt das Klima nicht. Also das ist ihm einfach zu heiß. Also die Hitze nicht, die Schwüle, die Feuchtigkeit da drin kommt rein. Und da hat er noch gesagt, also dein Mann, guck mal, den siehst du kaum noch. Mit wem redet der? Der kann doch gar nicht Englisch und ich Thai auch nicht. Hat er gesagt, mit wem redet der schon wieder? Das ist ja, das war schon schön. Aber es ist ja schön, dass man sich so lange schon kennt jetzt. Ja. Ne? Wir haben ja auch schon schöne Erlebnisse gemeinsam gehabt. Ne? Ja. Wir waren da Inselhüppen mit Übernachtung. Ja, und schon andere Fahrten haben wir zusammen gemacht. Mit deiner kleinen Tochter schon nur mit unserem Enkel. Und das war doch Betriebsurlaub, ne? Das ja, seid ja, ihr mit. Ja, ja. Betriebsurlaub haben wir auch gemacht. Aber wir waren, wo wir mit Daniela, da waren wir zu sechs. Der Max, wir, also, da hat doch noch der gelebt, hier weißt du, wie hießen der, der gestorben ist. Oh. Ja, das ging um Charlie, jetzt habe ich mich wieder daran erinnert, wenn ich das Video schneide. Jetzt ist in Deutschland erlaubt, bei euch drehen sie zurück und jetzt haben die doch hier für jeden drei Pflanzen. Also jede Person drei Pflanzen. Und fünf. Ihr könnt ja sechs haben zum Teil. Ja, mein Enkel noch. Ja, unser Enkel, der will ja bei uns das. Wir haben doch immer so ein Zelt, wo ich meine Tomaten ziehe. Nichts mehr Tomaten, Marianne. Ich mach da jetzt zwei Pflanzen rein, hat er gesagt. Wenn du wiederkommst, sind da zwei Pflanzen drin. Auf der Straße darfst du einstecken 25 Gramm haben. Das ja. Und zu Hause 50 Gramm. Das ist doch irre, gell? Und jetzt müssen sie tatsächlich die ganzen alten Fälle aufrühren, die im Gefängnis sitzen. Welchen Drogen. Das müssen sie nachprüfen. Was das wieder kostet. Die sollen es halt rauslassen, einfach. Ja, Amnestie. Sie, aber da brauchen sie auch nichts nachprüfen. Ja. Einfach eine Amnestie geben. Wenn es um Hanf geht, die können sie rauslassen. Ja, aber die auch noch andere Drogen. Ja, das wissen die doch, wer da was gemacht hat. Das kann doch nicht so schwierig sein. Das ist schon schwierig. Bei unserem Staat, der macht immer alles schwierig. Die haben sie einfach amnestiert hier in Thailand raus. Die CSU von Bayern und die hoffen ja, dass eine Regierung, der wollte es wieder abschaffen. Wie ist das war Tier geworden? Ist das schon oft? Ach, die diskutieren die hin und diskutieren her. Weil der Wester, der auch in YouTube ist, nicht der Pico, der andere. Mario. Ja. Der hat das mal gesprochen und sagt, die reden und reden und reden. Ja, das ist halt so. Einmal kannst du was haben, einmal kannst du nicht haben. Es gibt immer das Plus und Minus. Der eine will es, der andere will es nicht. Aber da ist ja so viel Geld reingeflossen. Ja. Ganz verbieten wollen sie es nicht mehr. Die wollen vielleicht, ursprünglich wollten sie ja nur Klinik machen. Deswegen haben wir ja eine Klinik gemacht. Na ja. Da wollen sie jetzt wieder hin zu dem Weg. Aber du, da geht noch viel. Aber wir können es ja so machen. Nächstes Jahr, was bei uns noch erlaubt haben, dann bringen wir euch welches mit. Ne? Und dann werden wir hier einkassiert, dann kommen wir ja gar nicht erst rein. Nee, das macht er lieber nicht. Ich habe schon zu den Ägyptern. In Marokko hast du das auf jeden Markt gekriegt. Da hat tatsächlich eine Tüte 1 Euro gekostet. Ja, und jetzt immer noch in Marokko? Ja. Ja, weil das ja normal ist. Es ist ja eine Pflanze, die es schon immer gegeben hat. Und das ist ja nichts. Wir konnten es kaufen, aber die Grenze natürlich nicht. Aber dort saßen sie immer am Markt. Ich habe das aber gerochen. Also das, ja, da hat er aber nie mal probiert. Aber dann ist unser Sohn 50 geworden, vergangenes Jahr. Dann hat er, also so ringsrum haben gereicht. Ne? Also ich habe da 3 Züge gemacht, ich habe nichts gemerkt, ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Aber üben ging es so richtig gut. Ja? Ja, da hast du gedacht, der wird wieder jung. Ja, das sagt der Max, also den Opa, da habe ich aber gestaunt, hat er gesagt. Ja, er hat nämlich auf seinen Opa aufgepasst und da hat er gesagt. Ja, der hat du, man kann ja das ja. Wie gesagt, es ist wie mit Alkohol. Wenn du jeden Tag eine Flasche Schnaps trinkst, dann gehst du kaputt, wenn du ab und zu mal rauchst. Ja. Schau, ich habe ja früher auch viel geraucht als junger Mensch. Ne? Ja. Aber jetzt tue ich ja nicht deswegen, nur weil das legal ist, jetzt jeden Tag wieder rauchen. Ich rauche halt ab und zu mal. Ich habe jetzt bestimmt schon 2, 3 oder einen Monat nichts mehr geraucht. Aber wenn ich halt mal Lust habe, dann mache ich es halt. Aber ich tue mich doch jetzt nicht wieder deswegen, nur weil es jetzt legal ist. Ich habe meine Zeit da gehabt als junger Mensch, da habe ich das täglich geraucht. Das fange ich jetzt nicht wieder an. Aber ab und zu genieße ich es halt einmal. Ich würde gerne ein Bier trinken. Ja, das machen wir auch. Was ich sagen wollte, ich habe
aufgehört, 2017, wo ich das Denko-Fieber hatte. Jetzt habe ich eine, vor einem Monat, alles gut, habe ich eine Spritze gekriegt, Thomas. Jetzt spritzen die gegen Denko-Fieber. Ach so. Wenn Darlene, can you get a beer, please? Oder, wie trinkt ihr Wein oder wollen wir einen Wein trinken? Ich trinke. Also, Bier. Nee, danke, ich möchte nicht. Du ein Bier auch? Ja, da trinke ich, also ein kleines. Keine Chang aus Segen? Ja, Chang. Ich trinke ein großes, egal. Chang, ja, Chang Liai. Alles gut. Was ist denn besser? Ich bin ja kein Biertrinker. Zing. Was man gerne lieber macht. Also, der eine macht lieber Singha, ich trinke gerne Singha, die anderen machen lieber Chang. Singha Leck in Chang. Ja. Im Flugzeug gab es auch diesmal, ich trinke ein Flugzeug gegen Bier. Ja? I take same a little bit wine with. Ich trinke auch. Dann geht's ja deine Tochter nicht gut. Ne? Die ist ein bisschen erkältet. Ich habe vorgeschlagen, morgen wieder ein paar Eier zu färben, aber das hat sie dann keinen Bock. Ne? Schauen wir mal, wie es am Morgen geht. Die will ja jetzt inhalieren, mal schauen. Ich habe, weil wenn sie sich nicht gut fühlt, dann müssen wir das nicht machen. Sonst, hey, ich habe die Farbe wieder mitgebracht. Ich habe gedacht, wenn... An dein Geburtstag ist nämlich Ostersonntag. Das ist, ja. Deswegen, kannst du ein paar Eier auf den Tisch legen. Ja, können wir ja so mal schauen. Nein, ist nur ein Vorschlag, muss ich sagen. In der Etiat gab es auch Singha-Bier. Singha? Aber ich trinke ja immer... Whisky mit also ohne Eis. Und diesmal war der so stark, also prozentemäßig, ja? Dass ich tatsächlich Cola reinkippen musste. Mhm. Also, gib das erstmal mit. Danke. Ja, weil das müssen wir aber in den Kühlschrank machen gleich. Ja, das weißt du, das war aber zwei Tage im Koffer schon und deswegen dachte ich, gerade so Bauernkäse und sowas. Mhm. Und ein echter Limburger. Ja, das ist lecker, esse ich gern mit Quark und Kartoffeln. Das andere. Wir haben uns gewundert, den habe ich erst einen Tag vorher geholt. Ja, und durch die zwei Tage aber Koffer, weil wir in Frankfurt noch übernachtet haben, haben wir gesehen, der muss weg. Dass wir auch noch genießen können, dass er noch schmeckt. Also da sieht man es mal, ich habe ihn nur jetzt gekriegt, weil er weg muss. Nein, für euch, nee, ja. Den Wunsch, damit er... Nee, ich freue mich wirklich, super, dankeschön. Wir hätten denn schon... Wenn ich den jetzt aber eine Woche später dir gebe, dann hätte ich mich geschämt. Ja, den sollte ich gleich in den Kühlschrank tun. Ja. Wir hätten denn die am Sonntag mitgebracht. Diana, tust du mal bitte in den Kühlschrank. Den Käse, der muss in den Kühlschrank sein. Den bin ich gekommen. Ja, er hat gesagt, wenn man mal sowas mit, vielleicht macht er Thomas. Das mache ich gern, ich esse ja gern Käse. Weil den haben wir nämlich hier nicht gesehen, ich weiß nicht, ob es ihn hier gibt. Nee, Limburger und sowas gibt es hier nicht. Da hatten wir letztens hat man einer, das ist der Backsteinkäse, ist das ein Limburger? Limburger ist so wie Camembert, so ein bisschen... so mit der roten, rötlich. Ja, da hat man letztens auch mal einen mitgebracht, war lecker vor einem Jahr. Ja, das sind ja so Spezialitäten, die ihr schon lange nicht mehr gegessen habt. Darum, das hat das mir so eingefallen, da habe ich gesagt, komm, das nehmen wir mit. Und der Stinkerkäse heißt Stinkerkäse. Ja. Der Bauernkäse. Da habe ich schon im Koffer gebracht. Den essen wir mit Schmalzbrot. Ja. Wir essen den Bauernkäse, ja. Da essen wir. Ich mache selber Schmalz mit Gräfen so und Apfel und Zwiebel. Mache ich dünn Schmalz und dann kenne ich das von zu Hause. Dann mache ich so ein paar Scheiben Bauernkäse drauf. Das essen wir mal gerne. Weißt du? Jeder hat so seine Spezialitäten. Ja. Nee, das andere. Jetzt Aufnahme, schau. Jetzt. Eine Kleinigkeit zum Schnapulieren, ne? Ein Willkommens-Dinner. Das ist aber nett. Nichts. Danke. Danke, Darling, you're welcome. Darling, can you get a bottle of wine for us? Ja, yeah, get a nice bottle of red wine. Na, ja, ist doch schön, ha? Huh? Sehr schön. Sieht ja lecker aus, ja. Thomas. Da bedanken wir uns, da freuen wir uns. Nichts zu danken. Gern geschehen. Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt auf die Glocke. Super.